Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Ludwig Fink, Meine Mutter und ich. Meine Mutter war beinahe 30 Jahre alt, als sie mich zur Welt brachte. Es war morgens um 4:30. Vielleicht bin ich darum ein Morgenschaffer geworden. Ich war das jüngste von 5 Kindern und die Geburt geschah um die Stunde der Frühlingstag- und Nachtgleiche, als die Sonne aus dem Zeichen der Fische in das Zeichen des Widders trat. Ich habe nachmals viel mit Fischen und Wasser zu tun gehabt und ich habe auch Widdereigenschaften überkommen. Ich will vorausgehen und meiner Herde einen guten Weg suchen, sie leiten und betreuen. Aber ich bin auch eigensinnig, bockig und störrig. Was ich für Recht erkannt habe, bleibt Recht. Und ich habe Hörner auf dem Schädel, die keine schlechte Waffe sind und die auch auf Stein nicht abbrechen. Heute ist meine Mutter schneeweiß geworden und hat viele Schicksalsschläge erfahren, aber sie ist immer noch die heiterste und tapferste von uns allen. Und wenn man das weiß, dass ein Mensch auf Erden das kann, so hat man viel Trost in der Zeit der Verzweiflung. Sie hat einen Sohn verloren im Mannesalter, vor dem Feinde. Sie ist von Wohlhabenheit in Armut gekommen. Aber sie hat auch noch eine Schar von 17 Enkeln und 3 Urenkelinnen um sich. Und das hält jung.